Und hier haben wir nochmal die Kokosnussmilch. Nee. Guten Morgen, meine Lieben. Heute ist Samstag und wir haben einigermaßen ausgeschlafen. Die Jungs sind auch schon wach. Und ich habe jetzt schon so ein bisschen was fürs Frühstück vorbereitet. Wir haben vor kurzem Kokosnüsse gekauft. Und ich habe mir gedacht, irgendwann mal müssen die mal aufgemacht werden. Und heute gibt es sie zum Frühstück. Ich bin gespannt, was die Jungs dazu dann sagen werden. Morgen ist Sonntag und da fahren wir einmal mit den Spielzeugtestern zum Hansapark. Hi Hanna. Du, du bist sehr gut. Hi, hallo, moin. Eigentlich wollten wir das schon längst gemacht haben, aber irgendwie hatten wir nicht so die Zeit gefunden. Da waren wir auch noch in Köln, dann hatten sie was vor. So, hier in der Küche, kann ich euch nochmal kurz mal zeigen. Hier sind noch die Getränke von unseren Getränke-Challenge. Bei der ich hier echt eine schlechte Laune gekriegt habe, weil ich werde es noch im Video sehen. Oh Mann! Das war hier ja alles nass und das klebte und ich habe, glaube ich, schon 5-mal gefeudelt. Klebt immer noch. Ich hole jetzt mal die Kokosnüsse raus. Die sind noch im Kühlschrank. Ich lege die jetzt einmal kurz hier mal ab, jeden auf den Teller. Dann kann ich die auch schon gleich rufen, damit die mal zum Frühstück kommen. Jeder hat eine Kokosnuss. Frühstück ist fertig. Frühstück. Wir sind schon soweit. Was ist das denn? Es ist euer Frühstück. Affenbälle? Nein, das sind Kokosbälle. Kokosnüsse. Lecker, oder? Mir ist gerade eben eine runtergefallen und die ist heil geblieben. Ja. Ja, kommst du auch dann, ja? Max kommt auch. Wir brauchen gar nichts zu trinken dazu, da ist nur Kokosnussmilch drin. Frühstück. Ach, das sieht schön toll aus. Ja. Sieht toll aus, oder? Davon werden wir bestimmt satt. Ich weiß nicht, wie man die aufmacht. Ich auch nicht. Ich weiß nur, dass mir jetzt eine runtergefallen ist und die heil geblieben ist. Das heißt, auf den Boden schmeißen. Eine Kokosnuss. Welche? Weiß ich gar nicht mehr. Steinhart. Jupp. Bis jetzt. Na, wie sieht's aus? Ich brauche nicht einen Hammer oder so. Ein Hammer? Ja. Ich weiß es nicht. Haben wir im Fernsehen immer gesehen, dass man die gegeneinander hauen soll, um alles im Teller haben? Was? Gegeneinander? Also so zusammenknallen, zwei Kokosnüsse. Ja. Und dann kann man, dass die kaputt gehen, ja, vielleicht. Und? Dass die nicht so dumpf anhört. Dann nochmal. Oh. Mann, die sind aber. Das kann man im Urwald machen. Wir haben hier klebriger Boden, ist schon hier, ne? Ja, der Fußboden klebt immer noch. So, ja. Kannst du versuchen. Papa versucht so mit dem Wasser. Ash auch. Aber Oisi, nicht auf den Teller. Am besten nimmst du das mal irgendwie in die Hand. Das wird nichts, ne? Also ehrlich gesagt, wüsste ich jetzt selber nicht, wenn man das bekommt. Das sieht schon mal gut an, oder? Nein, das tut schon weh. Echt? Da hat doch irgendwie da das gezischt, ne? Da hat geknackt. Hat sich auch ein bisschen gezischt, dass man eine Flasche aufdreht. Ja, genau. Na, aber darf ich mir kurz einen Stein holen? Ein Stein? Ja, brauchen. Nee, du brauchst keinen Stein. Das ist nicht genug, das ist nicht. Oh, ja. Hier tut sich was. Siehst du? Hier. War ich doch gar nicht so falsch. Geht's auf. Aber ich brauche irgendwas, wo wir das hinmachen. Weil du, erstmal musst du hier, da ist ja so eine Milch drin, ne? Ja, deswegen brauche ich irgendwas, wo wir hinmachen. Nein, du kippst hier ein Glas vielleicht, ein Becher? Nein, ich glaube, oh, wir haben eine auf, also. Nee, eine, aber warte mal, wenn wir. Wir kriegen wir machen einen Mix auf. Ja, wir haben. Da soll die Kokosnussmilch rein. Wie sieht die denn aus? Ist sie nicht eigentlich weiß? Die ist bestimmt schon schlecht hier. Die Kokosnuss? Ich glaube, das ist eine weiße. Nee. Seit wann haben wir die? Und wie viel ist da drin? Was ist das für ein Schleim? Seit wann haben wir die? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Also einige, zwei hatten wir vorher schon gekauft. Vor. Wow! Sag mal. Cool. Hab's und richtig gut oder richtig schlecht? Geht nach Kokosnuss. Echt? Das ist ein Wunder, ne? Ja, wie cool. Oh, das riecht so wie. So, okay, wir haben eine auf. Und. Wie cool. Oh je. Bist du jetzt auch noch irgendwo drin können zu bringen? Glas nochmal zur Seite nehmen? Ich bin ja auf dem Weg. Ja. Du musst viel da lauen. Ja, viel, ja. Ich glaube, ich nehme die kleinere. Die Kokosnuss, wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Da kannst du ja. Ich glaube, mit dem Messer höchstens Hammer. Hammer, ja. Da hat auch irgendwas geknackt und gezischt hier.
Ja, es zischt immer noch. Psst, leise. Halt mal ans Mikro. Mikro, wo ist das Mikro? Ich höre das doch immer noch. Also da ist ein Vakuum drin. Okay, noch einmal klopfen und dann müsstet ihr irgendwo einen Riss kriegen. Hier schon mal hier für die Kokosmilch. Was? Wenn es anfängt zu tropfen, hältst du die darüber. Oh Gott, Max. Lass den Tisch heilen. In den Teller. Ja, ich hab's verbrannt. Weiter, hau rauf. Es tropft sowas von heftig. Nee, das ist sowas von heftig. Die drei Tropfen. Guck mal da. Ja, ist da ein Riss? Gut, wir müssen mal versuchen, mal das Messer reinzukriegen. Da. Aber nicht über diesem Ding da. Ja, genau, das ist dann. Das müssen wir noch trinken dann. Ja, also. Kann man das andere noch nehmen hier? Ja. Dann meinst weiter. Du, dass es geht? Was mit mir? Ich kann auch noch mal raufhauen. Ja, hallo, was ist mit mir? Ich bin die Kamera drauf hier. Ja. Ich kann die auch machen. Nee. Guck mal, Papa kriegt die auch noch auf da. Ja, eigentlich braucht man dafür ein richtig dickes Piratenmesser. Ne? Die ja. Piraten, die sind ja auch immer auf den Kokosnussinseln. Ja. Und müssen Kokosnüsse essen. Wobei ich denke, dass deren Kokosnüsse viel einfacher zu öffnen dumme Idee. Sind. Spritzte in die Hand. Ja. Dumme Idee. Kannst du mir kurz dein Teller sieht auch lecker aus. Natürlich. Meine Menschen wollen mit dem Messer raus. Oh, ja. Da kommt ja für mich auch durchsichtig. Wieso kommt da viel mehr raus? Also das sieht nicht. Guck dir mal an, wie das aussieht hier. Vielleicht ist es normal, dass die Kokosmilch so ist. Vielleicht wird die im Handel einfach irgendwie mit dem Fruchtfleisch oder so nochmal vermischt oder so. Geweißt. Geweißt. Ich weiß es nicht. Ja. Warte mal. Ich habe noch nie Kokosnussmilch gesehen. Vielleicht machst du die noch nicht auf und dann haut ihr nochmal mit der. Nein, die ist jetzt auch hier. Die letzte kriegen wir schon gar nicht auf. Ich wollte auch noch was von der Person. Was denn? Ja, kannst du gleich haben. Eine wird davon überleben. Ja. Eine hat schon überlebt, genau. Das ist aber echt ein Akt, ne? Zu öffnen, oder? Wer Hunger schafft das. Muss die Schale abbekommen. Hey, guck mal hier. Mal. Hier ist gleich schon ein lecker essbares Stück Kokosnuss. Wow. Wer möchte? Toll. Kannst du mir auf den Teller legen. Mach gerne Kokosnuss. Und ein kleines Hütchen. Für Esch. Oh, jetzt willst du mal hauen, Kiana? Zweite ist fertig. Ja, genau. Oder doch Mama, willst du? Nein. Und nochmal. Und ich blende hier, wenn es anfängt zu tropfen. Ja. Oh, ja, nochmal so drauf. Nicht die Finger dazwischen. Nee, nee. Oh, ja. Wow. Also, mein Finger war eingeklemmt dazwischen. Oh, nee. Warte, halt mal das nach unten, die Öffnung. Lass mich mal mit dem Messer da rein. Ja. Ja, siehst du, so mal. Und wie soll man den Rest denn bitte essen? Rauspulen? Da. Oh, guck mal hier. Zeig mal, was ist da? Das ist ja perfekt hier, ne? Kann ich da drüber. So, ihr schon. Jetzt kann man Sachen trinken. Klar. So. Aber darf man das hier mit essen? Das ist die Kokosnuss. Und wie cool ist das denn? Was? Hey! Wow, das ist ja so. Aber also, was ist gelöst. Das? Schimmel? Nein, das, oder? Nee, das sieht so ein bisschen komisch aus. Ja. Du, da ist auch noch ein bisschen was drin. Ne? Ja. Wieso war in der ersten wenig drin? Weiß ich nicht. Da war sie zu alt. Die Kokosmilch ist groß, das vielleicht. Da. Oh Mama, guck mal. Die haben richtig viele Lappen. Oh, guck mal, wie toll die aussieht. So. Guck mal. Juhu. Da ist eine Delle. Da ist die Kokosnuss. Wenn ich mit dem Messer in die Delle hau. Ja. Hier ist, ich hab nur das da reingemacht. Mama frühstückt schon. Ja. Seid ihr sicher, dass man diese Haut mitessen darf, diese braune? Ja, kann man. Mmh, schmeckt gut. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir sitzen gerade unter Palmen. Genau, Sonne scheint. Von unserem Piratenkapitän ausgesetzt auf der einsamen Insel. Und da ist eine Palme neben der anderen mit Kokosnüssen. Genau. Gibt jetzt jeden Tag Kokosnuss. Morgens, mittags, abends. Gut. Wer möchte noch ein Stück? Ich habe noch mal kurz eine Frage an euch alle. Wisst ihr, wie man eine Kokosnuss auch macht? Einen anderen vielleicht irgendwie eine andere Möglichkeit, als so drauf zu hauen, vielleicht zu sägen. Schreibt mal in die Kommentare, das wäre ganz cool. Ja, du hast gerade gesagt zu sägen und ich habe gleichzeitig auch zu sägen. Ja. Ich werde jetzt mal das richtige Frühstück mal vorbereiten. Brötchen habe ich schon aufgebacken. Aber ich hab's. Oh nein, Schnucki, das ist eine Asssäge. Oh, das wird funktionieren. Der Kokos ist offener. Muss doch! Oh nein!
10 Jahre später. Genau. Da ist nur eine kleine Rille drin und nachher ist das ganze Kokosnussfleisch. Also hiermit funktioniert das nicht. Nein. Kann mir einer helfen? Wobei sollen wir dir helfen? Das Chaos einmal wegzuräumen. Das Chaos wegzuräumen. Ah, so viel Chaos ist das gar nicht. Die Kokosnüsse, die werden wir mal ein bisschen klein raspeln, dann können wir leckere Kuchen draus machen. So, Ash, komm. Müssen wir dann draußen mal ein bisschen auf den Boden schlagen, vielleicht kriegen wir die auf den Stein. Stimmt, auf den Stein, ja. Also wir haben gerade dran gerochen und das riecht echt schimmelig. Wollt ihr auch mal riechen? Ja, genau. <Geht nicht. lacht> Und hier haben wir nochmal die Kokosnussmilch. Die wollen wir jetzt einmal probieren, wie das schmeckt. Und dafür muss aber jetzt natürlich hier durchgesiebt werden. Denn so trinke ich das nicht. Juhu, guck mal. Bisschen. Oh. Das riecht aber nicht so gut. Kokosnussschale auf. Nee. Probier. Das ist so ekelhaft. Das ist ja schlimmer als unser Getränk, was wir gemixt haben. Wirklich, das ist eklig. Vielleicht ist es schlecht, weil ja eine Kokosnuss auch schlecht war. Das weiß ich nicht. Probier mal. Max, bist du der Nächste? Nee. Du der Einzige sein, der nicht krank wird hier? Jo. Genau. Aber schmeckt wirklich eklig. Vom Geschmack her. Nee, ne? Kann man nicht trinken. Muss ausspucken lieber? Ich hab's runtergeschluckt. Das ist eklig. Ja, also, und deswegen so durchsichtig, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt wüsste, dass die nicht schlecht ist, hätte ich das getrunken, aber. Die schmeckt da nicht mal. Nee, das ist sauer. Jetzt gibt's richtiges Frühstück. Rührei mein Schwager gemacht, Shia, als wir bei denen zu Besuch waren. Er hat nur so ein bisschen hier gerührt. So, jetzt lasse ich das braten. Wir frühstücken jetzt noch einmal und dann gucken wir mal, was wir so Schönes noch mal machen am heutigen Tag. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Nochmal in die Runde. Tschüss. Tschüss.